Unsere Fragestunde und die mündliche Anfrage 37 ist beantwortet. Wir kommen zum Tagesordnungspunkt 10, Antrag der Fraktion der Piraten, Drucksache 19/5477, Finanzierung der Entsorgung von Atomanlagen durch die Eigentümer sicherstellen. Ich öffne die Aussprache und erteile für die Fraktion der Piraten dem Herrn Kollegen Schulz das Wort. Vielen Dank, Herr Präsident, verehrte Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuschauer und Zuschauer im Saal und daheim. Ich stelle heute einen Antrag der Piratenfraktion vor, hinsichtlich dessen ich vermutungsweise davon ausgehen möchte, dass dieser Antrag gleich in der direkten Abstimmung eine breite Mehrheit hier im Hause finden wird. Und zwar selbstverständlich auch von Seiten der regierungstragenden Fraktionen. Worum geht es? Es geht im Prinzip um einen Reflex aus dem Koalitionsvertrag der die Regierung tragenden Fraktion Nordrhein-Westfalen, der da sagt, wir wollen die Kosten des Rückbaus von Atomanlagen, von Atomkraftwerken nach Möglichkeit den Eigentümern und Betreibern auferlegen, so weit wie möglich. Dazu ist bisher von Seiten der Landesregierung noch kein sichtbarer, merklicher Fortschritt erzielt worden. Dies, nachdem die Landesregierung nunmehr fast 2 Jahre tätig ist. Wir schlagen vor, etwas, das auf Bundesebene auch im Rahmen der Verhandlungen zum Vertrag der Großen Koalition bereits Thema war, und zwar von beiden Parteien, die heute die Bundesregierung stellen, nämlich von Seiten der SPD und auch von Seiten der CDU. Insofern hieß es, dass im Rahmen der Vereinbarung bzw. Verhandlungen der Arbeitsgruppe Umwelt die Atomkonzerne stärker in die Pflicht zu nehmen seien, und zwar zur Sicherstellung der Finanzierung der nuklearen Entsorgung, und dazu möge nach bestem Falle ein öffentlich-rechtlicher Fonds in Betracht kommen. Was ist dann passiert? Wir wissen es nicht so genau. Fakt ist jedenfalls, im Vertrag der Großen Koalition steht da nur noch, wir erwarten von den Kernkraftwerksbetreibern ihre Mitwirkung an der Energiewende und die Wahrnehmung ihrer Verantwortung für die geordnete Beendigung der Kernenergienutzung. Punkt, Punkt, Punkt. Wir erwarten, das ist wiederum ein Zitat, genau wie der vorangegangene Satz, dass die Kosten für den Atommüll und den Rückbau der kerntechnischen Anlagen von den Verursachern getragen werden. Wunderbar. Ich sage Ihnen, was auch passiert ist in der vorangegangenen Zeit, auch im Zusammenhang mit den Verhandlungen zum Vertrag der Großen Koalition. Da ist das passiert, was die Grünen, insbesondere Bärbel Höhn, die ja bis 2005 Umweltministerin in diesem Lande war, sehr wortreich vertreten hat, nämlich auch, dass hier eine Insolvenzfallabsicherung erfolgen müsse und dass vermieden werden müsse, dass am Ende der Steuerzahler für die Kosten des Rückbaus aufkommt. Und dazu dient unser Antrag. Es soll nämlich, so unser Antrag, sichergestellt werden, dass diejenigen Betreiber wie zum Beispiel RWE und E.ON so massiv in die Pflicht genommen werden für die Gesamtlaufzeit ihrer Anlagen und möglicherweise auch darüber hinaus, dass sie aus eigener Kraft nicht nur Gewinne erwirtschaften und eventuelle Verluste sowie Insolvenzrisiken sozialisieren, sondern dass sie selbstverständlich für die gesamten Kosten des Rückbaus und der Endlagerkosten etc. pp. Aufzukommen haben. Dies ist ein Punkt, der aus unserer Sicht auch in Bezug auf die Fragen der Sozialbindung des Eigentums eine ganz maßgebliche Rolle spielt. Es verhindert auch keinen Markt und es verhindert auch keinen Wettbewerb. Aber es stellt sicher, dass die Risiken des Unternehmers auch letztendlich beim Unternehmer bleiben und nicht versozialisiert werden. Und wenn sich dann E.ON-Chef Tyson hinstellt und sagt, die Hütte brennt, und wenn wir RWE-Stellenabbau betrachten, der angekündigtermaßen bis zu 10.000 in diesem Jahr liegen wird und auch in den nächsten Jahren, und wenn wir sehen, dass der Konzernabschluss von RWE 2013 rund 1,5 Milliarden gegenüber dem Vorjahr liegt,
beziehungsweise nein, 3,7 Milliarden gegenüber Vorjahr und nunmehr mit einem Minus abschließt von 1,5 Milliarden rund. Und wir wissen, dass die Hauptversammlung von RWE am 16.04. diesen Monat, also 16.04.2014 stattfindet. Und wenn wir wissen oder beobachten müssen, dass dieser Antrag hier im Hause keine Mehrheit findet, dann können wir natürlich nur sagen, frohe Ostern an RWE und E.ON von Seiten der Landesregierung Nordrhein-Westfalen. Nur eins steht jedenfalls fest, auch Greenpeace hat ein Gutachten in Auftrag gegeben beim Forum Ökologisch-Soziale Marktwirtschaft. Das steht sicherlich nicht im Verdacht, nicht der Landesregierung nahe zu sein oder insbesondere auch den Grünen. Und auch diese empfehlen eine Fondslösung nach Schweizer Modell oder ähnlich, sodass eben dort die Zahlungen erbracht werden von den Betreibern, die letztendlich die Gewinne erwirtschaften. Und so soll es bleiben. Dankeschön. Vielen Dank, Herr Kollege Schulz. Für die SPD-Fraktion spricht Herr Kollege Vandenberg. Herr Präsident, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, die Diskussion, wie die Entsorgung von Atomanlagen bzw. des Atommülls stattfinden soll, ist eine, die wir in diesem Landtag schon häufiger geführt haben und die auch regelmäßig auf die Tagesordnung gerufen wird. In NRW gibt es 4 kerntechnische Anlagen, die zur Disposition stehen, für die wir auch zum Teil mit Verantwortung tragen. Das ist zum einen das Kernkraftwerk in Hamm-Üntrop, dann die Kernkraftanlage in Würgassen im Kreis Höxter, die Urananreicherungsanlage in Gronau im Kreis Borken und natürlich der Kugelhaufenreaktor in Jülich. Und in der Tat, die Frage, inwieweit Rückstellungen gebildet worden sind oder in Zukunft auch gebildet noch werden und ausreichend vorhanden sind, ist eine, die sehr sorgfältig in Augenschein genommen werden muss. Und ich glaube, das hat diese Landesregierung auch getan. Deswegen wundere ich mich so, dass Sie immer die Wortbeiträge so intonieren, als ob es hier um ein klassenkämpferisches Ziel geht, nach dem Motto, da werden Gewinne privatisiert und Verluste sozialisiert. Ich glaube, auf dem Stand der Diskussion sind wir schon lange nicht mehr. Ja, Sie sagen doch, doch, ich glaube nicht. Dann müssen Sie sich mal einerseits mit dem befassen, was wir als Grundlage unseres Regierungshandelns hier in Nordrhein-Westfalen gemacht haben. Werfen Sie einen Blick in den rot-grünen Koalitionsvertrag. Dort finden Sie klare Aussagen. Ich zitiere aus dem Koalitionsvertrag: Der Rückbau der Atomruine AVR Jülich und des THTR Hamm-Üntrop wird noch Jahrzehnte dauern und insgesamt Milliarden Euro kosten. Insbesondere Herr Kollege, im Hinblick. Würden Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Lambler zulassen? Wenn Sie gestatten, würde ich erst das Zitat zu Ende führen. Ja? Insbesondere im Hinblick auf die ungeklärte Finanzierung des Rückbaus des THTR werden wir die früheren Betreiber bzw. Rechtsnachfolger und Eigentümer in die finanzielle Verantwortung nehmen. Ich glaube, das sind klare Aussagen an dieser Stelle. Sie hatten eine Zwischenfrage. Bitte schön, Herr Kollege. Ja, vielen Dank. Herr Schulz auf den Platz. Vielen Dank, Herr Präsident, und vielen Dank, Herr Kollege Vandenberg. Sie führten gerade aus, dass die Landesregierung sehr genau beobachtet, inwieweit die Entwicklung der Rückstellungen gerade für die Deckung von Risiken dann und auch der, nicht nur Risiken, sondern auch der ordnungsgemäßen Rückbaukosten aufgestellt sind. Ist Ihnen gerade in Bezug auf den Hochtemperaturkernkraft THTR 300 in Hamm-Üntrop bekannt, dass in der Bilanz zum Jahre 2013 zum Ende Jahre 2012 an Forderungen und sonstigen Vermögensständen gerade in dem Bereich an Rückstellungen 624 Millionen Euro aufgeführt sind, die aber keine wahren Rückstellungen sind, sondern in den Erläuterungen lediglich sich darstellen als Forderungen gegenüber dem Land und dem Bund? Es ist so, dass, wie ich ausgeführt habe, wir uns dieses Themenfeld angenommen haben und seit dem Koalitionsvertrag da dran sind. Und gerade im Fall des THTR in Hamm-Üntrop ist ja die Arbeitsweise die, dass wir mit der dritten Ergänzungsvereinbarung dort gerade aushandeln, wie wir auch in Bezug auf die Rückstellungen hier zu einer vernünftigen Lösung kommen. Danach sind
ist die Betreibergesellschaft bis zum Abschluss des Rückbaus im Jahr 2022 mit einem Drittel der Kosten für die Endlagervorausleistungen mit im Boot. Ich kann von daher nicht ganz verstehen, warum Sie das hier immer so intonieren, als ob man das Problem nicht auf dem Schirm hat. Das ist mitnichten so, sondern genau das Gegenteil ist der Fall. Wir sind mitten in der Abarbeitung dieses wichtigen Themas für unser Land. Und wenn ich jetzt auf die anderen Anlagen auch eingehen darf, Herr Kollege Schulz, es ist in Gronau so, dass Sie wissen, die Uraneinreicherungsanlage dort derzeit verkauft wird und im Rahmen der Verhandlungen natürlich auch hier die Frage der Rückstellungsbildung neu diskutiert wird. Also das findet aktuell alles statt. Sie kommen mit einem Antrag daher und tun so, als ob Sie uns auf einen großen Skandal aufmerksam machen müssten oder hinweisen müssten. Das ist mitnichten so. Und deswegen gucken Sie sich das genauer an. Ich glaube, beim Forschungszentrum Jülich wird auch noch mal deutlich, dass dort natürlich auch andere, die Adressaten sind, die Bundesregierung, die dort in einer besonderen Verantwortung steht, durch diesen Status auch als Forschungseinrichtung dieses Reaktors. Und der letzte Hinweis, den ich an der Stelle auch ganz klar machen möchte, Ihnen wird, glaube ich, nicht entgangen sein, dass im letzten Jahr, die Umweltministerkonferenz sich mit dieser Frage sehr intensiv beschäftigt hat, der Endlagersuche, aber auch natürlich mit der Frage, wie sieht es aus mit den Rückstellungen der Rückbauten und der daraus resultierenden Kosten und auch, dass dort dies alles zurzeit verhandelt wird. Also eine Aufforderung, wie sie in Ihrem Antrag stattfindet, das muss ich sehr deutlich an dieser Stelle sagen, kommt wahrlich zu spät und ist kein Beitrag mehr zur Sache, weil die Verhandlungen laufen längst. Also wenn man es kurz in einem Satz zusammenfassen will, der Antrag der Piraten hat sich erübrigt durch Regierungshandeln. Vielen Dank, meine Damen und Herren. Vielen Dank, Herr Kollege van den Berg. Für die CDU-Fraktion spricht der Kollege Fehring. Sehr geehrter Herr Präsident, verehrte Kolleginnen und Kollegen, wer erinnert sich hier im Haus überhaupt noch an die Stromproduktion mittels Kernkraftwerke in Nordrhein-Westfalen? Wer von Ihnen hier vorne, nämlich die Antragsteller, hat jemals ein Kernkraftwerk in Betrieb gesehen? Außerhalb von NRW haben Sie dazu noch Gelegenheit. Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Hessen, Baden-Württemberg und Bayern haben noch Kraftwerke, allerdings Sie müssen Ihre Chance dann bis 2022 nutzen. Vermutlich werden die Kolleginnen und Kollegen der Piratenfraktion hier aber keinen persönlichen Bedarf verspüren. Sie treibt ja nicht die Sorge um unsere künftige Energieversorgung ohne Kernkraft an, sondern sie bedrückt, dass Anlagenbetreiber bzw. Eigentümer ihren Rückbauverpflichtungen vielleicht nicht nachkommen und letztlich die Steuerzahler in Regress genommen werden. Letzteres möchte sicherlich niemand hier im Haus, da sind wir uns wahrscheinlich einig. Ihre mündlich vorgetragenen Argumente, Herr Schulze, sind allerdings nicht neu. Der Kollege Herr van Berg hat das gerade noch mal festgestellt. Wie dem auch sei, auch wir teilen Ihre Sorgen in der Form nicht. In meiner Heimat, im Wahlkreis Höxter, befand sich das einzige NRW-Kernkraftwerk, welches über zwei Jahrzehnte, und zwar vom 18. Dezember 1971 bis August 1994 in Betrieb war. In dieser Zeit hat die Anlage 73 Milliarden Kilowattstunden erzeugt und war 130.045 Stunden in Betrieb. Der Rückbau ist im Jahre 1997 begonnen worden und wird voraussichtlich 2015 enden. Und ich kann mich gut erinnern, dass der geschätzte Kollege Rainer Priggen in einer kleinen Anfrage 2006 oder 2007 mal nachgefragt hat, wie lange wird es dauern, was wird es kosten. Damals ist ihm mitgeteilt worden, circa 700 Millionen Euro. Wenn man weiß, dass das Kraftwerk nur 500 Millionen D-Mark gekostet hat, kann sich jeder die Relation ganz gut vorstellen. Zur Finanzierung des Rückbaus. Sie haben die aktuelle Gesetzeslage erwähnt. Es müssen Rücklagen gebildet werden. Im Falle des Kernkraftwerks Würgas im Kreis Höxter hat die E.ON Kernkraft GmbH ca. 900 Millionen für den Rückbau, der wie gesagt 2015 abgeschlossen sein soll, ausgegeben. Der Gesetzgeber hat weiter geregelt, dass der Betreiber jährlich die Kosten des Rückbaus bewerten muss, um somit einer Unterdeckung zu entgehen. Die Rückstellungen werden gemäß deutschem Steuer- und Bilanzrecht gebildet
und aus eigenen Mitteln der KKW-Betreiber finanziert, um eine verantwortungsvolle und kaufmännische sinnvolle Vorsorge für den Rückbau der Anlagen und die Endlagerung der Abfälle zu betreiben. Die Höhe der zu bildenden Rückstellung bestimmt sich nach den zukünftigen Entsorgungskosten auf der Grundlage der in bestehenden Entsorgungsverträgen niedergelegten Preise oder auf der Basis externer Expertisen und Gutachten für das jeweilige Bilanzjahr. Die deutschen Entsorgungsrückstellungen für die Kernenergie standen bereits mehrmals auf dem Prüfstand und wurden regelmäßig bestätigt von der Bundesregierung, der Europäischen Kommission, dem Europäischen Gericht erster Instanz sowie auch dem Europäischen Gerichtshof. Schon die rot-grüne Bundesregierung hat 2001 betont, das deutsche Rückstellungssystem für die Kernenergie bewährt sich seit Jahrzehnten. Es gibt keinen Fall, in dem Rückstellungsmittel nicht bedarfsgerecht für die Stilllegung zur Verfügung standen, auch nicht künftig zur Verfügung stehen werden. Dies ist regelmäßig und zuletzt auch in einem gemeinsamen Bericht vom BMWI, BMU und dem BMF aus Dezember 2011 ausdrücklich bestätigt worden. Der von Ihnen in Ihrem Antrag erwähnte Titel in Höhe von 1,5 Millionen im Haushalt des Landes NRW fußt offenbar auf den Verpflichtungen des Landes aus entsprechenden Verträgen von 1989 und 1996 zwischen Bund, Land und den Gesellschaftern der Hochtemperatur-Kernkraft GmbH, ein Zusammenschluss von Energieentsorgungsunternehmen und den Stadtwerken, Energieversorgungsunternehmen und Stadtwerken. Ja, verehrte Kolleginnen und Kollegen, wir sehen keine Veranlassung, die bestehende Gesetzeslage zu ändern. Es erschließt sich uns nicht, weshalb eine staatlich kontrollierte Fondslösung eine höhere Sicherheit der Finanzierung des Rückbaus bieten soll. Insgesamt ist das deutsche Modell, bei dem die Betreiber entsprechend den atomrechtlichen Entsorgungsverpflichtungen Rückstellungen bilden und bereits kontinuierlich die Investitionskosten für die Errichtung eines Endlagers über die Endlagervorausleistungsverordnung tragen. Dem Fondsmodell ist dies deutlich überlegen. Ihr Antrag ist unnötig. Wir werden ihm leider nicht zustimmen können. Vielen Dank, Herr Kollege Fehring. Für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen spricht der Kollege Markert. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, vor einigen Tagen haben wir uns des schrecklichen Reaktorunfalls in Fukushima erinnert. Die Folgen der dortigen Reaktorkatastrophe sind täglich zu besichtigen. Gerade gestern ging wieder Meldung über den Ticker, dass TEPCO erwogen hat, nukleare Abwässer, die sich in großer Menge dort ansammeln, ins Meer abzuleiten. In wenigen Tagen, am letzten Ferienwochenende der vor uns liegenden Osterferien, jährt sich, glaube ich, zum 28. Mal die Reaktorkatastrophe von Tschernobyl. Auch dort können Sie besichtigen, was die Folgen dieser verfehlten Technologie gewesen sind. Und deswegen galt für uns und gilt bis heute für uns, eine Technologie, die nicht beherrschbar ist, ist politisch auch nicht verantwortbar. Und deswegen gehört diese Technologie zu Recht auf den Müllhaufen der Geschichte. Atomtechnologie war etwas, was wir Grüne von Anfang an in unserer Parteigeschichte abgelehnt haben. Und, ach Herr Witzel, Sie können ja gleich noch reden, vielleicht kommt da ein bisschen Substanz. Ihre Zwischenrufe sind jedenfalls nicht besonders substanzvoll. Aber das sind wir bei Ihnen ja gewohnt. Atomtechnologie ist also nicht verantwortbar, und weil das so ist, haben wir Grüne uns stets dagegen gewandt. Als wir in Berlin einmal mitregiert haben, haben wir den Ausstieg zunächst beschlossen. Die Regierung Merkel, Herr Witzel von Ihrer Partei, dann mitgetragen, hat Laufzeiten verlängert. Auch dem haben wir uns entgegengestellt, und wir haben schließlich dann auch dem Ausstiegskonsens uns angeschlossen, auch wenn einige wie ich, die fachlich mit dem Thema betraut sind, das gerne alles noch viel schneller erlebt hätten. Und deswegen, lieber Kollege oder liebe Fraktion der Piraten, der Kollege Pfannenberg hat ja darauf hingewiesen, deswegen findet sich ja dann auch die atomkritische Haltung in unserem Koalitionsvertrag, und es finden sich eben auch klare Regelungen zu den Kosten bei der Beseitigung dieser
Anlagen des AVR in Jülich, des THTR in Hamm-Üntrop. Und ich will noch einmal die entsprechende Stelle auf Seite 41 des Koalitionsvertrages zitieren, die der Kollege Pfannenberg eben schon ausführlicher zitiert hat, weil es gerade an der Stelle passt. Insbesondere, Zitat, im Hinblick auf die ungeklärte Finanzierung des Rückbaus des THTR werden wir die früheren Betreiber bzw. Rechtsnachfolger und Eigentümer in die finanzielle Verantwortung nehmen. In die finanzielle Verantwortung nehmen. Zitat Ende. Und das ist dann letztendlich streng... Herr Kollege, würden Sie eine Frage des Herrn Kollegen Ellerburg zulassen? Ja, gleich. Das ist dann letztendlich auch wohlverstandene Marktwirtschaft hier, das Verursacherprinzip streng anzuwenden. Allerdings muss man auch berücksichtigen, und da ist dann der kleine Dissens, weil Herr Fehring ja auch den Rahmenvertrag von 1989 angesprochen hat. Das Land Nordrhein-Westfalen ist deswegen in der Verantwortung, weil zu dem Zeitpunkt, als Hamm gebaut und geplant wurde, die damalige Landesregierung dieser Technologie noch ihre Zustimmung erteilt hat. Das heißt, das Land Nordrhein-Westfalen war damals pro Atomkraft. Und deswegen ist das auch ein Stück weit politische Verantwortung, sich jetzt auch der Verantwortung bei der Entsorgung nicht vollständig zu entziehen. Deswegen, ja, der Verursacher muss zur Kasse gebeten werden, aber das Land muss sich seiner historischen Verantwortung stellen, auch wenn wir Grüne immer gegen diese Technologie waren und damals die Verantwortung auch nicht hatten, es zu verhindern. Das muss man hier nur auch klarstellen, denn Pacta sunt servanda, und 1989 ist eben dieser Rahmenvertrag geschlossen worden. So, lieber Kollege Ellerborn, jetzt zu Ihrer Zwischenfrage. Herr Kollege, ich lese gerade den Bericht des Wissenschaftlichen Komitees der Vereinten Nationen zur Untersuchung der Auswirkungen der atomaren Strahlung. Da kommt im Abschlussbericht, soll da zitiert werden, die in Fukushima frei gewordene Strahlung hat keine unmittelbaren Auswirkungen auf die Gesundheit der Bevölkerung. Es gab und gibt kein erkennbares höheres Krebsrisiko. Auch für die Zukunft rechnet diese Organisation, also dieses Komitee, nicht mit einer statistisch nachweisbaren Grundgesundheitsfolgen durch Fukushima. So, das ist eine Aussage, die von diesem UNO-Komitee gemacht worden ist. Sie hatten eben sehr auf Fukushima abgehoben. Das dauerte etwas länger, bis ich die Zwischenfrage stellen konnte. Ist Ihnen dieser Bericht ganz bekannt? Wissen Sie, lieber Kollege Ellerbrock, wenn man sich mit Fachpolitik beschäftigt, und das tun Sie ja gelegentlich auch, dann ja, bei Ihrer Zwischenfrage hat man jedenfalls bei diesem Thema Zweifel daran, ob Sie sich mit der Materie etwas intensiver auseinandergesetzt haben. Aber wenn man sich mit den Fragen auseinandersetzt, dann liest man viele Berichte. Und man unterhält sich auch mit Strahlenmedizinern. Und ich kann mich gut erinnern, da war ich noch nicht Mitglied dieses Parlaments, da wollten Sie ja auch mal vom Niederrhein nach Kalkutta segeln, weil der Kiesabbau so eine wunderbare Sache gewesen ist. Ich kann mich erinnern, dass Sie als einer der Letzten hier noch aufgetreten sind, die die Folgen des Klimawandels bezweifelt haben. Und offensichtlich treten Sie jetzt wieder hier auf und bezweifeln die Folgen der nuklearen Reaktorkatastrophe von Fukushima und die Unverantwortbarkeit der Nukleartechnologie. Es gibt einen breiten gesellschaftlichen Konsens aller ernstzunehmenden Parteien, jedenfalls aller ernstzunehmenden, jetzt noch im Bundestag vertretenen Parteien. Vielleicht ist das auch einer der Gründe, warum Sie da derzeit nicht vertreten sind. Denn diesen Konsens, dass die Nukleartechnologie politisch nicht zu verantworten ist, den haben wir, glaube ich, vor einigen Jahren gemeinsam gefasst. Und das war auch gut so. Und jetzt noch mal zum Antrag der Piratenfraktion. Ich will Ihnen ganz ehrlich sagen, wir haben unsere Hausaufgaben gemacht, wir haben unsere Konsequenzen als Landesregierung frühzeitig gezogen. Wir stehen zu der Verantwortung, wir werden den Verursacher der Kosten oder den Verursacher dieser Technologie und den Verursacher für die Kosten beim Rückbau einer unverantwortlichen Technologie auch zu Rate ziehen. Es ist klar, es mussten Rücklagen gesetzlich gebildet werden. Mir liegen keine Informationen dafür vor, dass das Unternehmen das derzeit nicht gemacht hat. Wenn dem so sein wird, wird die Landesregierung darauf achten, dass das auch umgesetzt wird. Im Übrigen kann ich auch nur empfehlen, dass Sie sich als Opposition in Zukunft vielleicht Themen raussuchen, wo Sie die Landesregierung vielleicht glaubwürdiger infrage stellen können als ausgerechnet bei diesem Thema. Vielleicht wird Ihnen das ja irgendwann auch gelingen. Ja, an diesem Thema bedarf es jedenfalls keiner ewigen Wiederholung von Anträgen dieser Art. Wir haben vor wenigen Wochen gerade hier darüber gesprochen. Und insofern wird es nicht richtiger, dass Sie die gleichen Anträge immer wieder stellen oder alte Anträge einer nicht mehr hier im Landtag vertretenen Fraktion wiederholen. Wir werden unsere Hausaufgaben machen. Für uns bleibt es dabei, die
Atomtechnologie ist Teil der Geschichte, der wir uns stellen müssen, deren wir uns auch finanziell stellen müssen. Aber das Verursacherprinzip gilt und deswegen werden wir das Unternehmen auch daran erinnern. Herzlichen Dank. Dankeschön, Herr Markert. Bleiben Sie am Pult bitte, Herr Markert. Es gibt eine Kurzintervention vom Kollegen Schulz von der Piratenfraktion. Herr Schulz, aktivieren Sie mal das Mikrofon, an dem Sie... Dankeschön, bitteschön. 1:30 für Sie, Kurzintervention. Vielen Dank, Herr Präsident, lieber Hans-Christian Markert. Vielen herzlichen Dank auch für den Versuch von Belehrungen, an derer es an dieser Stelle weiß Gott nicht bedarf. Und wenn ich höre, dass die Landesregierung alles tut, um das Verursacherprinzip durchzusetzen, stelle ich heute und hier fest, dass dem nicht so ist. Zum Ersten gibt es keine gesetzliche Regelung, die dieses Verursacherprinzip, gerade auch in Bezug auf THTR in Hamm-Üntrop, festschreibt. Ganz im Gegenteil, die Landesregierung eiert seit Monaten um eine entsprechende Verpflichtungserklärung entweder auf Seiten der Betreiber, HKG GmbH, festzuzurren oder aber eine Umwälzung von Mehrkosten auf den Bund zu bewerkstelligen. Es gibt keine gesetzliche Regelung dafür, die das sagt. Das ist das eine. Und ich frage mich ernsthaft, warum die Grünen auf Bundesebene noch im Herbst bzw. Anfang Winter 2013, vertreten durch Bärbel Höhn, die ich ja eben schon mal erwähnte, ganz deutlich und mit aller Vehemenz gesagt hat, im Falle einer Insolvenz müsste der Steuerzahler für den teuren AKW-Rückbau einspringen. Diese Insolvenzproblematik besteht auch bei THTR in Hamm-Üntrop. Und Frau Höhn war es auch, die sich nachhaltig nochmals ausdrücklich dafür einsetzte, dass eine Fondslösung angestrebt wird. Dieses wird hier ganz offensichtlich negiert. Es geht gar nicht darum, festzustellen, ob irgendwelche Rückstellungen tatsächlich erfolgt sind oder nicht. Die Bilanz der HKG GmbH in Hamm-Üntrop weist jedenfalls aus, dass diese Rückstellungen in Höhe von fast einer 3/4 Milliarde Euro eben nicht faktisch vorliegen, sondern dass sie lediglich finanziell ausgewiesen werden dürfen, weil nämlich auf der anderen Seite als Gläubiger bzw. als Schuldner und Haftender die Landesregierung und der Bund eine Rolle spielen. Dankeschön, Herr Schulz. Danke. Ja, geschätzter Kollege Dietmar Schulz, auf dem Lande sagt man, man soll nicht Äpfel mit Birnen vergleichen. Als Jurist fasst man das etwas förmlicher und höflicher. Man nennt das Rabulistik, eine Technik, die Sie offensichtlich gut beherrschen. Die Kollegin Höhn hat ja mit Blick auf die vielen Atomanlagen, die wir in Nordrhein-Westfalen und im ganzen Bundesgebiet haben, also in Gänze, diese Fondslösung gefordert. Dem ist auch nichts hinzuzufügen. Dem ist nichts hinzuzufügen. Sie haben ja auch an keiner Stelle wahrscheinlich Anlass, dass wir dem widersprochen hätten. Es geht bei Ihrem Antrag um die Frage, ob wir ihm zustimmen können oder nicht, ob es dieser Aufforderung durch diesen Antrag bedarf oder nicht. Und da sage ich Ihnen, weil wir unsere Hausaufgaben gemacht haben, bedarf es dieses Antrags nicht. Und weil Sie so freundlich noch mal insistieren, wiederhole ich, wie der Kollege Vandenberg eben und ich auch schon mal, noch mal Seite 41 des Koalitionsvertrages und sage ausdrücklich zu der Problematik Insolvenz, die Sie hier angesprochen haben, Rechtsnachfolger und Eigentümer in die finanzielle Verantwortung nehmen. Zitat Ende. Und Nachfolger. Wenn Sie also der Auffassung sind, dass die damaligen Betreiber vielleicht in Konkurs fallen könnten, möglicherweise infolge von Informationen, die Sie uns voraus haben, dann gilt eben auch für die Rechtsnachfolger, dass sie für die Verursachung der Schäden und die Kosten der Beseitigung verantwortlich sind. Und der Rahmenvertrag von 1989... Der Rahmenvertrag von 1989 nimmt ausdrücklich auch auf das Gebot der Rücklagen, die eben Betreiber von atomaren Anlagen gesetzlich verpflichtet zu erfüllen haben, nimmt es ausdrücklich Bezug. Und wenn dem so ist, dann seien wir doch einfach mal so fair und frei zu glauben, dass dem dann bis 2022, so lange wird nämlich der Rückbau geplant werden, an jedenfalls in Hamm, und darauf haben Sie hier ja Bezug genommen, dass das dann auch angenommen wird. Hypothetisch darauf zu hoffen, dass dem nicht so sein wird, um daraus jetzt ein politisches Süppchen zu kochen, ist in gewisser Weise auch nicht ganz richtig. Dankeschön. Herzlichen Dank. Dankeschön, Herr Kollege Markert. Herr Präsident, das Mikro ist noch offen. Das sehen wir ja, aber wenn Sie nicht reinsprechen, hören wir Sie nicht. Gut, dann lassen wir es offen. Wie Sie möchten. Für uns ist es interessant, wenn es offen ist. Dann lassen wir es offen. Nein, ich mache das jetzt zu, wenn Sie möchten, ist ja kein Problem. Danke für den Hinweis. Nun spricht als nächster Redner Herr Kollege Witzel von der FDP-Fraktion. Bitte schön. Und Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, dieser Antrag spricht zweifellos eine wichtige Thematik an,
nämlich die hohen ökonomischen Risiken, die aus dem Atomausstieg und einer überhasteten Energiewende resultieren können, bietet dafür aber leider keinen tragfähigen Lösungsansatz. Die aktuelle Rechtslage ist klar. Kraftwerksbetreiber sind zur Entsorgung der radioaktiven Abfälle gesetzlich verpflichtet. Die Kernenergierückstellung soll dabei gewährleisten, dass diese Verpflichtungen finanziell erfüllt werden können. Herr Witzel, gestatten Sie eine Zwischenfrage von Herrn Pringen? Ja, selbstverständlich. Das ist nett von Ihnen. Herr Pringen, bitte. Herr Kollege Witzel, vielen Dank für die Gelegenheit zur Zwischenfrage. Mich treibt nur um, der Atomausstieg ist im Bundestag beschlossen worden von den Stimmen CSU, CDU, SPD, FDP, Bündnis 90 Die Grünen. Da waren Sie bei. Wie kann man dann jetzt sagen, überhasteter Atomausstieg? Man kann doch nicht als Partei nach Fukushima einmal das mittragen und dann hier das Gegenteil wieder erzählen. Das verstehe ich immer bei Ihnen nicht. Ja. Herr Pringen, ich will Ihnen das gerne erläutern. Die Abstimmungen sind so getroffen worden, wie Sie es dargelegt haben. Trotzdem sind wir doch hier bei der Frage des Antrags einer ökonomischen Bewertung. Und dass das ein ambitioniertes Zeittempo ist, was jetzt natürlich Folgefragen bei einer ökonomischen Betrachtung aufwirft, wenn man sich einen bestimmten Zeitkorridor vorgenommen hat, Ewigkeitskosten zu finanzieren, was auch eine Phase, in der Erwirtschaftungen stattfinden sollen und ein Aufbau von Haftungsmasse für die Zukunft. Und man das dann mit einem relativ kurzen zeitlichen Vorlauf sehr massiv zeitlich beschränkt. Dass das ökonomisch eine Situation ist, die Zeitdruck auslöst und das Thema damals sicherlich sehr ad hoc entschieden worden ist, in Ihrem Sinne, was Ihnen lange ein Anliegen war, aber ausweislich der bisherigen Haltung der früheren Bundesregierung, die ja noch kurze Zeit vorher was anderes zur Laufzeitverlängerung beschlossen hatte, natürlich eine sehr rasche Kehrtwende war, die etwas holprig kam, für alle sich darauf einzustellen. Das muss man, glaube ich, Herr Pringen, in Beantwortung Ihrer Frage, glaube ich, als Leitplanken und Rahmenbedingungen einfach soweit auch mitsehen, dass das ja nicht lange strategisch von langer Hand entsprechend gut vorbereitet so geplant worden ist. Herr Witzel, gestatten Sie noch eine Zwischenfrage von Herrn Mostofizadi? Ja, selbstverständlich. Bitte schön. Herr Präsident, Herr Witzel, vielen Dank, dass Sie die Zwischenfrage zulassen. Jetzt mal unabhängig von der Erläuterung zur überhasteten Energiewende aus Ihrer Sicht, würde ich gerne die Frage stellen, wir reden ja heute, wenn ich jetzt den Antrag der Piraten richtig gelesen habe, über den Sachverhalt in Hamm-Üntrop und nicht über neue Kernanlagen, die danach entstanden sind und über die Frage sozusagen der Altlasten, die daraus entstehen. Können Sie mir erklären, inwieweit ein Sachverhalt, der 1989 in diesem Land endgültig entschieden worden ist, jetzt noch unter dem Sachverhalt der überhasteten Energiewende subsumiert werden kann? Da waren die Grünen noch gar nicht. Ja, Herr Kollege, ich kann Ihnen meinen gedanklichen Bezugsrahmen gerne darstellen und will das auch tun. Es geht hier nicht zu allen Politikfeldern, Frau Kollegin Altenkamp, aber schon zu der konkret hier gestellten Frage, nämlich der Aufbringung von Finanzmitteln für die Folgekosten auch aus Kraftwerksbetrieb in der Kernenergie. Und genau das sind ja die Fragen, die Kollege Schulz auch angesprochen hat, dass er die Frage aufgeworfen hat, ob das, was an Haftungskapital, das, was an Deckungsmasse aufgebaut werden sollte, bei den Entwicklungen, die es nun mal unter Zeitdruck und Veränderung gegeben hat, ob das jetzt insgesamt für die Energieversorgungsunternehmen soweit noch gilt. Und deshalb ist das ein bundesweites Phänomen, was auch Auswirkungen auf Nordrhein-Westfalen hat, man aber nicht auf eine einzige Anlage alleine entsprechend beschränken kann. Und deshalb muss uns natürlich die Frage interessieren, wie finanziell solide stehen entsprechend Energieversorgungsunternehmen da, um zukünftige Verpflichtungen erfüllen zu können. Und dieser Grundsatz der Absicherung ist ja vergleichbar mit der Verpflichtung auch des deutschen Steinkohlenbergbaus, nämlich die ja auch die aus dem Abbau resultierenden Ewigkeitslasten tragen müssen. Basis der Rückstellungen sind bestehende Verträge, Begutachtungen externer Experten,
sowie für die Endlagerkosten Überprüfungen des Bundesamtes für Strahlenschutz BFS. Dass diese Basis in den Rückstellungswerten berücksichtigt wird, überprüfen unabhängige Wirtschaftsprüfer. Die Berechnungen der Rückstellung werden der Finanzverwaltung im Zuge der steuerlichen Betriebsprüfung zugänglich gemacht. Als Vorteile der heutigen Lösung haben bislang immer gegolten: Der Anlagenbetreiber haftet für die öffentlich-rechtlichen Entsorgungsverpflichtungen mit dem gesamten Konzernvermögen. Die Haftung ist also nicht auf die speziell zur Bedienung der Rückstellungen auf der Aktivseite ausgewiesenen Mittel allein beschränkt. Dies erhöht die Insolvenzsicherheit. Die Rückstellungen sind verfügbar, wenn sie gebraucht werden. Das ist der Anspruch an die Verantwortlichen. Die Abstimmung von Investitionsstrategie und Finanzplanung soll sicherstellen, dass die benötigten finanziellen Mittel bereitstehen, wenn Zahlungen anfallen. Die von der Fraktion der Piraten vorgeschlagene Fondslösung hingegen birgt zwei große Risiken. Bei der Überführung der Mittel in eine externe Plattform würde dann nur noch dieses Fondsvermögen für die Abdeckung der Entsorgungsverpflichtungen haften, nicht mehr das vollständige Konzernvermögen des jeweiligen Energieversorgungsunternehmens. Der Verwalter des Fonds müsste des Weiteren eine Garantie auch über die rechtzeitige Verfügbarkeit der Mittel in angemessener Höhe geben. Eine Haftung der Unternehmen für mögliche Fehler des Fondsverwalters in Form beispielsweise einer Nachschusspflicht wäre daher rechtlich unzulässig. Anlagen von Fondsvermögen in Wertpapieren garantieren deshalb noch nicht automatisch eine höhere Stabilität als kluge, asset-orientierte Vorgehensweisen von Energieversorgungsunternehmen. Die Finanzmarktkrise hat gezeigt, welche erhebliche finanzielle Probleme international, gerade auch in diesem Zusammenhang, in Ländern wie den USA oder in der Schweiz aufgetreten sind, in denen Fondsorganisationen vorgeschrieben sind und die für Sie ja hier bei Ihrem Antrag als Musterbeispiel dienen. Besteuert wird in Deutschland ferner als Gewinn, der Gewinn bekanntlich als Differenz zwischen Erträgen und Aufwendungen. Da Zahlungen an einen Fonds steuerabzugsfähige Aufwendungen des Unternehmens zur Erfüllung seiner Entsorgungsverpflichtungen wären, sind diese Zuführungen zu einer externen Entität wie andere unternehmerische Aufwandspositionen auch gewinn- und steuermindernd. Hieraus ergibt sich also keine Vorteilhaftigkeit für die öffentliche Hand. Richtig ist aber, das zugrunde liegende Phänomen des Antrags ernst zu nehmen. Durch den vorgezogenen Ausstieg kann der Prozess der noch laufenden Kapitalbildung nun nicht wie geplant verlaufen. Durch vorzeitigen Atomausstieg werden voraussichtlich bundesweit mehrere Milliarden Euro Kapitalzuführungen zur Rücklage für die Abdeckung der Folgekosten nicht mehr so wie ursprünglich vorgesehen mit rentierlichem AKW-Betrieb erwirtschaftet werden können. Auf der anderen Seite gibt es voraussichtlich Mehreinnahmen, die aus den aller Wahrscheinlichkeit nach erfolgreichen Klagen der Energieversorgungsunternehmen entsprechend resultieren. Hieraus resultiert die Notwendigkeit einer strategischen Anpassung, die die neuen Realitäten in Zeiten der Energiewende berücksichtigt und sukzessive fortschreibt, wenn auf Bund und Länder nicht unerwartet zukünftige Kostenbelastungen zukommen sollen. Auch führen die massiven Fehlanreizsystematiken des EEG zu neuem Handlungsdruck, da vorhandene konventionelle Kraftwerke für ihre Energieversorgungsunternehmen, die sie jeweils betreiben, immer weniger Ertrag abwerfen, der als Kapitalsubstanz zur Abdeckung auch der atomaren Folgekosten dient. Ziel muss es daher sein, diese Folgekosten für öffentliche Haushalte zu vermeiden, indem Schritte der Energiewende nicht so ausgestaltet werden, dass diese sich ruinös für die Kraftwerksbetreiber auswirken. Das müsste der eigentliche Impetus Ihres Antrags sein, dass Sie sagen, wir müssen die Kapitalbasis für Energieversorgungsunternehmen nicht unnötig durch politische Maßnahmen riskieren, damit die Verpflichtungen, die sie rechtlich eingegangen sind, auch erfüllen können. Deshalb können wir Ihrem Vorschlag im Antrag so nicht zustimmen. Die Problematik als solche muss sicherlich weiter diskutiert werden. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Witzel. Und nun spricht Finanzregierung in Vertretung von Herrn Minister Dün. Herr Minister Schneider. Ja, vielen Dank, Herr Präsident. Meine Damen und Herren,
nach dem katastrophalen Reaktorunglück von Fukushima im Jahr 2011 ist in der Bundesrepublik endgültig und unumkehrbar der Ausstieg aus der friedlichen Nutzung der Kernenergie parteiübergreifend beschlossen worden. 2023 wird in Deutschland das letzte Kernkraftwerk stillgelegt sein. Begleitend beginnt der vollständige Rückbau der Anlagen bis zur sogenannten grünen Wiese. Die Energieversorgungsunternehmen, die jahrelang von der Nutzung dieser riskanten Technologie profitiert haben, müssen auch für die Zeit danach in ihrer Verantwortung für die geordnete Beseitigung bleiben. Das Atomrecht mit dem darin verankerten Verursacherprinzip gibt ganz klar vor, dass die Kosten für die Stilllegung und den Rückbau der Anlagen sowie für die sichere Entsorgung des dabei entstandenen und leider auch noch bis 2023 entstehenden Atommülls von den Verursachern zu tragen sind. Die dafür notwendigen Mittel sind von den Betreibern der Kernkraftwerke entsprechend den gesetzlichen Regelungen zur Verfügung zu stellen. Dies gilt derzeitig und geschieht derzeitig unter anderem durch die Bildung von Rückstellungen als auch durch die Zahlungen im Rahmen der Endlagervorleistungen. Diese finanzielle Verantwortung haben die Betreiber auch für ihre kerntechnischen Anlagen in NRW zu tragen. Deshalb ist es auch im ureigenen Interesse der Landesregierung, dass die notwendigen finanziellen Mittel sicher vorhanden sind, wenn sie benötigt werden, damit nicht die öffentliche Hand eines Tages gezwungen ist, hier irgendwelche Kosten zu übernehmen. Über die Problematik der Sicherstellung der Finanzierung der Kosten der Stilllegung, Rückbau und Entsorgung wird seit geraumer Zeit diskutiert. Der in der wissenschaftlichen und politischen Diskussion geäußerten Sorge hinsichtlich der ausreichenden Belastbarkeit der Rückstellungen und ihrer Insolvenzfestigkeit muss natürlich nachgegangen werden. Von daher bedarf die Frage der Rückstellungen einer intensiven Überprüfung. Die Landesregierung begrüßt eine solche Überprüfung ausdrücklich. Ich möchte an dieser Stelle exemplarisch auf den Beschluss der Umweltministerkonferenz vom 7. Juni 2013 verweisen. Hier hat sich das Land NRW mit dafür eingesetzt, dass die Bundesregierung eine Überprüfung der Nuklearrückstellungen, insbesondere unter dem Aspekt einer möglichen Überführung der Rückstellungen in einen öffentlich-rechtlichen Fonds durchführen soll. Die Bundesregierung hat den Ländern im Rahmen von Bund-Länder-Gesprächen zugesagt, mit den betroffenen Energieversorgungsunternehmen Gespräche zu der Frage zu führen, wie die Umsetzung der rechtlichen Verpflichtung der Kostentragung, insbesondere im Bereich der nuklearen Entsorgung, in Zukunft auch auf andere Weise gewährleistet werden kann. Die Landesregierung wird auf die Einhaltung dieser Zusage peinlichst achten. Somit ist die Forderung der Piraten, die Landesregierung solle in der Sache tätig werden, längst überholt. Meine Damen und Herren von den Piraten, versuchen Sie nicht, Türen aufzustoßen, die schon längst geöffnet sind. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Minister. Bleiben Sie noch einen Moment am Pult, bitte. Es gibt eine Kurzintervention angemeldet von der FDP-Fraktion und das Wort hat der Kollege Witzel.
Bitte schön, Herr Witzel. Herr Minister Schneider, Sie haben gerade sehr sachkundig die abstrakten Mechanismen dargestellt. Sie haben darauf hingewiesen, dass auch eine Überprüfung zukünftig der Höhe der Nuklearrückstellungen ansteht, aber sind dabei ja doch sehr im Allgemeinen geblieben, wo Sie die Systematik dargestellt haben, haben selber zu finanziellen Größenordnungen nichts gesagt. Und deshalb möchte ich zwei Aspekte noch ansprechen. Zum einen durch die frühzeitigere Beendigung der AKWs im Vergleich zu den ursprünglichen Planungen, bei deren Inbetriebnahme, was die Laufzeiten angeht, ist natürlich die Phase auch der Erwirtschaftung und des Aufbaus von Haftungsmasse verkürzt worden, sodass nach meinem Kenntnisstand der Zielbetrag, den man sich mal zum Ziel gesetzt hat, bis zum Ende der Laufzeit, was dort von Energieversorgungsunternehmen der Kernkraft erwirtschaftet werden soll als Haftungsmasse, noch nicht zustande gekommen ist. Da würde mich interessieren, Ihre Einschätzung, in welcher Größenordnung fehlt jetzt durch die geänderten Pläne, Stichwort Atomausstieg, Aufbau von Haftungsmasse, die es so noch nicht gibt im Vergleich zu früheren Planungen. Und zum Zweiten, am Ende des Tages müssen ja, wenn es noch übrig bleibende Verpflichtungen gibt, muss die öffentliche Hand sich ja auch beteiligen, in welchem Verhältnis Bund-Länder geschieht das? Oder andersrum gefragt, was kann auf das Land Nordrhein-Westfalen an finanziellen Verpflichtungen im Worst Case entsprechend noch zukommen? Wenn Sie zu diesen Aspekten hier bitte noch Stellung beziehen können. Dankeschön, Herr Witzel. Herr Minister, Sie haben das Wort. Herr Witzel, zunächst einmal bedanke ich mich für Ihren Hinweis, dass meine Ausführungen sachkundig sind. Sie können sicher sein, die Beschäftigten der Landesregierung im Wirtschaftsministerium sind immer sachkundig. Zum Zweiten, ich habe für die Landesregierung eine politische Bewertung des Antrages der Piraten abgegeben. Hier ist weder Zeit noch Raum, in die Tiefen der Finanzierung des Rückbaus kerntechnischer Anlagen einzutreten. Hierfür sollten wir ein separates Kolloquium veranstalten. Ich würde vorschlagen, dass Sie sich dann als Referenten mit zur Verfügung stellen. Ich kann Ihre Fragen an dieser Stelle bei aller Liebe nicht beantworten, will dies aber auch nicht. Es geht um eine politische Einordnung des Antrages der Piraten und um nichts sonst. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Minister Schneider. Und damit sind wir am Ende der Debatte zu diesem Tagesordnungspunkt und kommen zur Abstimmung. Es ist direkte Abstimmung beantragt worden. Wer stimmt diesem Antrag direkt zu? Die Fraktion der Piraten. Wer stimmt dagegen? SPD, Grüne, CDU und FDP. Gibt es Enthaltungen im Hohen Hause? Das ist nicht der Fall und damit ist der Antrag mit großer Mehrheit abgelehnt. Wir kommen zum Tagesordnungspunkt 11.